Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe über die Ausstellung Playing the City – Nürnberg im Spiel. Modern, moderner, übermodern. Heute steht alles im Motto der Nicht-Orte, also jenen Orten, denen wir in unserer globalisierten und digitalisierten Welt ständig begegnen, die wir aber trotzdem gerne mal übersehen. Heute gibt es einige Fragen zu beantworten. Warum schrumpft die Welt, wird aber gleichzeitig größer? Warum werden gut besuchte Orte übersehen? Was ist ein Nichtort? Und wie kommt man ins Memory-Spiel? Um all das und vieles mehr soll es heute in der Folge gehen. Und das ist der Ausstellungsbereich. Die Stadt als Nichtort. Das Herzstück dieses Bereiches ist das Nomemo. Das Nomemo ist ein Foto-Memory-Spiel, das von den Studierenden Jana-Ina Bämmerlein, Sophie Günther und Lena Prieber entwickelt und gestaltet wurde. Auf den Karten sind unterschiedliche Nichtorte aus ganz Nürnberg zu sehen. Begleitend zu dem Nomemo-Spiel gibt es ein Fotomobile, das weitere Fotografien von Nichtorten, Zitate und Wissenswertes zu den Nichtorten zeigt. Außerdem findet sich im hinteren Bereich der Station eine Karte, auf der ersichtlich ist, welche Orte in Nürnberg fotografiert wurden und wo sich diese befinden. Wer immer noch nicht genug von den Nichtorten hat, der kann sich an einem der zwei Essays to go bedienen, um noch mehr über die Theorie der Nichtorte und unsere Inspirationsquelle zu erfahren. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was diese Nichtorte eigentlich sind. Kein Problem, wir gehen jetzt einfach mal ein paar Schritte zurück und schauen uns mal die Theorie an, die hinter Nomemo und der Stadt als Nichtort steht. Der französische Anthropologe Marc Auger ist quasi der Erfinder von den Nichtorten. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie unsere Gesellschaft heute lebt und schaut sich vor allem an, wie sich der Raum durch Globalisierung und Moderne verändert hat. Auger sagt nun, dass Raum sich wie folgt verändert. Erstens wächst der Raum. Wir landen auf dem Mond, entdecken das Weltall und schaffen so einen neuen Raum in bisher nie gekannten Größenordnungen. Zweitens schrumpft der Raum. Das Flugzeug wird erfunden und die Infrastruktur wird ausgebaut. Wir kommen viel schneller von der einen Seite der Erde zur anderen. Wem das immer noch nicht schnell genug ist, der nutzt sein Smartphone, Tablet oder Computer, um mal eben zu sehen, was in der ganzen Welt geschieht. Spätestens seit Google Street View sind wir in Sekundenschnelle an jedem Ort der Erde. Insofern schrumpft der Raum, obwohl er gleichzeitig wächst. Und das ist, was Auger an unserer heutigen Welt beobachtet. Heute, das ist für Auger die Übermoderne. Abgesehen vom Schrumpfen und Wachsen des Raumes gibt es jedoch noch weitere wichtige Entwicklungen durch die Übermoderne. Und hier kommen wir nun endlich zu den Nichtorten. Diese werden nämlich durch die Übermoderne vermehrt hervorgebracht. Auger unterscheidet zwischen den sogenannten anthropologischen Orten und den Nichtorten. Diese beiden Arten sind quasi gegensätzlich zueinander. Um also zu verstehen, was mit Nichtorten gemeint ist, macht es Sinn, sich auch die anthropologischen Orte einmal anzusehen. Die anthropologischen Orte sind Orte der Erinnerung. Sie beherbergen quasi Vergangenheit. Sie stiften Identität. Sie sind vom Menschen angeeignet und durch die von ihm verstandenen Symbole und Sprachen B- bzw. gezeichnet. Gemeint sind damit Wahrzeichen einer kollektiven Identität, denen ein sinnstiftendes Potenzial innewohnt. Wie zum Beispiel die Nürnberger Burg oder auch das Pellerhaus. Diese Orte bilden die elementaren Formen des sozialen Raumes. Es sind Orte, an denen Menschen einander begegnen. Die Nichtorte dagegen sind geschichts- und gesichtslos. Wir fühlen uns an ihnen nicht zu Hause und halten uns ohne Grund nicht länger an ihnen auf. Gemeint sind damit vor allem Orte des Transits, zum Beispiel Bahnhöfe, Flughäfen und Hotels, aber auch Orte des Konsums wie Einkaufszentren und Supermärkte. Diese Orte sind reine Mittel zum Zweck. Ich gehe in den Supermarkt, um einzukaufen. Ich gehe zum Flughafen, um irgendwo hinzufliegen. Die Nichtorte sind auch durch Anonymität und Beliebigkeit gekennzeichnet. Wenn ich durch den Bahnhof laufe, dann bemerke ich die anderen Menschen um mich herum für gewöhnlicherweise nicht besonders. Sie sind beliebig, weil sie austauschbar sind. Im Gegensatz zum Pellerhaus oder der Nürnberger Burg gibt es in jeder Stadt einen Bahnhof, der auch mehr oder weniger immer ähnlich aussieht. Oder, um es in Marc Augers Worten zu sagen, so wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist,
So definiert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als historisch bezeichnen lässt, einen Nichtort. Lass uns noch einmal zusammenfassen. Nach Marc Augier leben wir in der Übermoderne. In dieser schrumpft die Welt immer weiter zusammen durch die Vernetzung, durch die Globalisierung und die Digitalisierung. Gleichzeitig wird sie auch immer größer, da wir das Weltall entdecken. In der Übermoderne entstehen auch immer mehr Nichtorte. Nichtorte sind Orte der Anonymität, weil sie keine Identität oder Beziehungen stiften. Nichtorte sind beliebig, da sie austauschbar sind. Nichtorte sind Mittel zum Zweck. Sie sind für eine Funktion gedacht und auch nur dafür. So, genug Theorie für heute. Jetzt geht's wieder zurück zur Praxis. Also, lass uns ein wenig spielen. Ob Hotel, Bahnhof oder Shoppingzentrum, das Nomemo zeigt einige der klassischsten Nichtorte, die in Nürnberg zu finden sind. Ziel des Nomemos ist es, die meisten der 24 Bildkarten zusammenzusammeln. Dazu müssen jeweils gleiche Paare gefunden und aufgedeckt werden. Was dabei zählt, ist vor allem unser Erinnerungsvermögen. Um zu gewinnen und Paare zu sammeln, müssen wir immer zweimal hinsehen. Und genau das ist auch der Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, die Nichtorte in einem Memo-Spiel spielerisch erfahrbar zu machen. Denn im normalen Leben bleiben die Nichtorte im Verborgenen. Sie sind unsichtbar, da sie nur ein Mittel zum Zweck sind. Beim Nomemo rückt jedoch der Ort selbst in den Fokus. Die Spielenden müssen genau und mehrmals hinsehen, um die Nichtorte nicht zu vergessen. Um einen zusätzlichen Gedankenanstoß zu geben, verstecken sich zwischen den Memo-Bildkarten auch noch sogenannte Impulskarten. Wenn eine Impulskarte aufgedeckt wird, beantworten die Spielenden die Frage in der Gruppe und mischen den Rest der Karten und vielleicht auch ihre Gedanken neu. Die Inspiration für das No-Memo war das N-Ort-Kollektiv von Nürnberg. Das haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Das Kollektiv setzt sich dafür ein, die urbane Lebensqualität in Nürnberg zu steigern. Ein großes Projekt, was N-Ort umgesetzt hat in 2019, war die Bespielung eines Nichtorts im Richard-Wagner-Platz mit dem Kulturhauptstädtler. Und sie haben dort ganz, ganz viele verschiedene tolle Aktionen gemacht und somit diesen unbelebten leeren Platz zu einem tollen Treffpunkt gemacht. Wenn ihr euch für das N-Ort-Kollektiv interessiert, findet ihr interessante Links dazu in der Videobeschreibung. Was sind eigentlich eure Nichtorte? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Und wer jetzt noch Lust hat, mehr über die Nichtorte zu erfahren, der kann sich das Essay to go in der Videobeschreibung herunterladen. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit der gegenwärtigen Übermoderne. Das nächste Mal machen wir weiter mit der Zukunft im Cyberpunk. Wir danken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.